Hallo und herzlich willkommen beim neuen Gameplay-Commentary auf The GameQT. Heute mal wieder vom Lars. Ja, ich habe mir vorgenommen, ein kleines Mini-Commentary zu machen, um den Chris ein bisschen unter die Arme zu greifen, dass er das hochladen kann, wenn er mal keine Zeit hat. Da er ja selbst jetzt die Klausuren, ich glaube sogar hinter sich hat und bei mir die jetzt noch anstehen nächste Woche. Und ich hoffe, man versteht mich relativ gut. Ich bin leider krankheitsbedingt angeschlagen, aber ich dachte, für die 2-3 Minuten sollte es reichen. Und deswegen auch direkt zum Thema, und zwar wie in der Überschrift wahrscheinlich schon steht, was macht dich stolz? Ja, es ist bezogen auf dein Land. Was macht dich stolz? In dem Fall bei mir auf Deutschland. Ich habe zwar von den Wurzeln her ausländische Anteile, aber ich fühle mich trotzdem selber als Deutscher. Und deswegen zum ersten Bild. Ja, deutsche Fußballnationalmannschaft. Es steht nicht nur für den Fußball, sondern für den kompletten Sport in Deutschland. Wir haben eine sehr große Bandbreite an Sportarten und Möglichkeiten und sind dafür auch noch relativ erfolgreich, würde ich behaupten. Also wir haben echt viele gute Athleten und es macht mich einfach stolz, wenn beispielsweise Deutschland bei der Weltmeisterschaft jetzt wieder oben mitspielt. Das macht mich richtig stolz, Deutscher zu sein. Und deswegen habe ich das Bild gewählt, speziell auf Fußball, weil ich selber auch Fußballer bin. Und ich einfach finde, dass diese ganzen Sportmöglichkeiten in Deutschland echt was Gutes sind. Und deswegen bin ich auch froh, auf dieser Hinsicht in Deutschland zu wohnen. Das zweite Bild wird jetzt wahrscheinlich eine Geldmünze sein. Wenn ich nichts Besseres finde als Bild. Und die steht nicht direkt für den Reichtum, sondern für den, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Wohlstand, der hier herrscht. Denn wir können uns Essen leisten, Trinken leisten, ohne hungern oder verdursten zu müssen. Wir haben ein Dach über Kopf, wir haben eine warme Wohnung, wir haben Freizeit, wo wir ins Kino gehen können oder Spiele kaufen und so weiter. Und ich bin einfach stolz drauf, dass wir es in Deutschland schaffen, einfach so eine gute Infrastruktur und so zu haben. Und dementsprechend auch dieser Wohlstand so ist, dass man beispielsweise Sachen wie Bildung oder so schon selbstverständlich bekommt. Es gibt einfach Länder, in manchen Ländern, da wünschen die Leute sich sowas, aber die können eigentlich nicht mal von träumen, weil die einfach keine Möglichkeiten haben, so Ausbildungen zu genießen. Und deswegen macht es mich stolz, als Deutscher in so einem, ja ich sag mal, wohlhabenden Land zu leben, wo ich einfach alle Möglichkeiten habe, mein Leben so zu strukturieren, wie ich möchte. Ja, jetzt als Frage an euch, ich hoffe, das funktioniert, weil wir haben ja leider nicht so viele aktive Abonnenten. Was macht euch stolz auf Deutschland? Macht eventuell ein Antwortvideo oder schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bitte darum, dass es vernünftig gemacht wird, jetzt beispielsweise Sachen wie die Geschichte Deutschlands oder so, ist jetzt nicht unbedingt mit Hitler oder so, Sachen, wo man stolz drauf sein sollte. Deswegen überlegt euch was, schreibt es in die Kommentare und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Euer Lars, ciao.